Kann man richtig oder falsch beten? Was macht aus ein paar Worten ein Gebet? Ehrlich gesagt sind das Fragen, die mir nicht so einfach in den Kopf kommen. Beten gehört einfach dazu. Beten macht man einfach oder man lässt es. Zu hinterfragen gibt es da nichts, habe ich gedacht. Bis ich selbst im Religionsunterricht meine Viertklässler frage, wie man denn mit Gott überhaupt reden kann. Die Finger schnellen gleich nach oben. Und bei der Antwort herrscht schnell Einigkeit. Na, in einem Gebet ist doch klar. Doch dann bin plötzlich nicht mehr ich die Fragenstellerin. Du, Frau Seeburg, ich habe da mal eine Frage. Ist Beten dann so etwas wie Wünschen? Gibt's da richtig oder falsch? Muss jedes Gebet, damit es gilt, mit Lieber Gott anfangen? Uff. Da liegt nun ein ganzer Haufen an Fragen vor mir und mit großen Augen schauen mich die 9- und 10-Jährigen an. Jetzt gibt es kein Ausweichen mehr. Nur wo fange ich an? Gut kann ich bei der letzten Frage beginnen. Nicht jedes Gebet beginnt mit Lieber Gott. Hören Sie es selbst im Predigttext für den heutigen Sonntag bei Matthäus im 6. Kapitel. Jesus sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Klar, Sie, wie Sie hier sitzen, kennen das. Aber man muss nicht unbedingt sonntäglicher Kirchgänger sein, um mit dem Vaterunser vertraut zu sein. Einige Beispiele fallen mir da ein. Da die Kirche ihm schon seit Jahren nichts mehr bedeutet hat, hatte es der 83-Jährige für den Fall seines Ablebens zuvor schriftlich festgehalten. Kein Pfarrer, sondern ein freier Trauerredner soll im Fall meines Ablebens die Beerdigung durchführen. Die Verwandten sind dem Wunsch nachgekommen, haben sich auf dem Friedhof versammelt, um auf das Leben ihres Onkels zurückzublicken und sind nicht wenig erstaunt, als gegen Ende der Trauerfeier der Redner zu sprechen beginnt. Vater unser im Himmel. So selbstverständlich scheinen diese Worte zu sein, dass ihm keine passenderen eingefallen sind. Auch woanders, an einem Ort, wo nichts mehr selbstverständlich ist, wo Namen und Personen vergessen sind und ganz in Frage steht, wo man sich gerade befindet und welches Jahr man eigentlich schreibt, da funktioniert es erstaunlich gut, das Vaterunser beten. Viele Erinnerungen fordert die Demenz, löscht die Krankheit gnadenlos aus. Aber nichts bleibt so hartnäckig hängen wie die Worte, die einen Menschen schon von klein auf begleiten. Das Vaterunser ist an allen Orten zu Hause, findet Raum und seine Zeit, wenn andere Worte fehlen oder die Sprache gänzlich unbekannt ist. Baba Yetu, Uliem Binguni, Gina Lako Litukuswe. So sprechen sie es alle gemeinsam in meinem ersten Gottesdienst in Tansania. Kein Wort verstehe ich. Meine Sprachkenntnisse reichen gerade so weit, dass ich mich vorstellen und sagen kann, woher ich komme. Der Rest klingt fremd. Und so sitze ich zwischen den anderen Frauen in ihren prächtigen Sonntagskleidern, muss mir im Gesangbuch von der Nachbarin die richtige Seite aufschlagen lassen und kann nur vermuten, wo wir gerade sind. Lesung? Kyrie? Die Predigt ist aufgrund ihrer Länge ganz gut auszumachen. Und dann weiß ich ganz genau, was dran ist. Kein Wort verstehe ich, aber der Rhythmus der Worte ist der gleiche. Und so stimme ich leise vor mich her flüsternd mit ein. Baba Yetu, Uliem Binguni, Vater unser im Himmel. Plötzlich
bin ich nicht mehr Zuschauerin, sondern mitten dabei mit all den anderen um mich herum. Und für diesen einen Moment ist es ganz egal, wer von uns woher kommt, welche Hautfarbe oder welche Sorgen hat. Für diesen einen Moment sind wir alle miteinander im Gebet verbunden. Das Vaterunser. Ein Gebet, das rund um die Welt gesprochen wird. In aller Munde und in jedem Gottesdienst so sicher wie das Amen in der Kirche. Zu seinem Erfolg hat ihm sicher verholfen, dass es direkt im Buch der Bücher steht und da nicht auf irgendjemanden, sondern auf Jesus selbst zurückgeht. Das allein reicht aber noch nicht aus, um über Jahrhunderte hinweg ein Dauerbrenner zu sein, der es wahrscheinlich auch in Zukunft noch sein wird. Das hat einen anderen Grund. Gegenwartsgemäß, aktuell, auf der Höhe der Zeit ist es. Und das bleibt es auch. Rund um die Welt bitten wir um das tägliche Brot. Da hat der tansanische Kleinbauer vielleicht etwas anderes im Sinn als die alleinerziehende Mutter, die sich fragt, wie sie die neuen Turnschuhe für die Kinder und das Straßenbahnticket für den nächsten Monat bezahlen soll. Aber beide können ihr Anliegen in ein und dieselbe Bitte legen. So bekannt ist das Vaterunser, das Satz für Satz ganz leicht über die Lippen geht. Eine Bitte vertrauter als die andere. Da braucht es schon einen Anstoß von außen, um auf so altbekanntes noch einmal genauer zu sehen. Eine Karikatur in der Zeitung zeigt einen Kirchenraum, in dem einzelne Gläubige in den Bänken verteilt nach vorne zum Altar blicken, wo der Pfarrer gerade »Dein Wille geschehe« betet. Nur der Mann in der vorletzten Kirchenbank fällt aus der Reihe. »Aber nur, wenn's passt«, fügt er seinem Gebet entschieden hinzu. »Dein Wille geschehe, nur wenn's passt.« Ihm ist wohl aufgegangen, dass mit diesen so selbstverständlichen Worten Gott ganz schön viel überlassen wird. Denn wenn Gottes Wille geschehen soll, dann sind alle anderen Wünsche erstmal hinten angestellt. »Dein Wille geschehe« ist schon eine seltsame Bitte, als ob man Gott dazu erst auffordern muss. Na, die Frage ist doch eher die, wem muss ich das eigentlich sagen? Wohl eher mir. Gottes Wille soll geschehen, nicht meiner. Da wird mir der Beter in der Karikatur schon ein wenig sympathischer. Er hat es schön auf den Punkt gebracht. Nur wenn's mir passt, so hätte ich es gerne. Denn so einfach, wie es mir über die Lippen geht, so einfach ist es mit dem Vater unser nicht. Zügig ist es aufgesagt, runtergeredet, schnell wie auch sonst alles. Eile, Hektik, Tempo, keine Pause, keine Zeit, Schlag auf Schlag. Da wundert es nicht, dass in den letzten Jahren Einkehrtage in Klöstern immer beliebter wurden. Wenn es schon im Alltag nicht klappt, zur Ruhe zu kommen und auszuatmen, so wird die Chance, aus der Tretmühle auszubrechen, wie ein Strohhalm ergriffen und fern des alltäglichen Trotz versucht man, ruhig zu werden. Sie faszinieren, die Mönche, wie sie ganz ausgeglichen und in sich ruhend Tag für Tag den immer gleichen Weg durch den Kreuzgang zur Kirche gehen, um sich dort ganz ins Gebet zu versenken. Allein ihnen dabei zuzusehen beruhigt. Der Friede, der von ihnen ausstrahlt, ist ansteckend und greift auf den Betrachter über, der sich selbst in eine Kirchenbank niedergelassen hat. Er merkt, wie sich die Ruhe und mit ihr auch langsam ein Friede in ihm ausbreitet, wie er selbst, ohne angestrengt nach Worten zu suchen, mitbetet, wie er verwandelt wird. Ein Gebet verwandelt. Es verwandelt den Suchenden, den Getriebenen, den, der sich überladen hat mit den Wünschen, Zielen, Ansprüchen, die er sich oder andere ihm gesetzt haben. Wie ein Ballast kann er sie beim Beten abkippen vor Gott. Und so schafft er Platz für die beruhigende Gewissheit, dass er und all seine Sorgen bei Gott gehört und aufgenommen werden. Dass Gottes Wille es gut mit ihm meint. Getrost kann er es beten. Dein Wille geschehe, denn er ist gut für mich. Um nun aber zu meinen Grundschülern zurückzukommen. Wie ist das nun mit dem richtigen oder falschen Beten? Nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus zu seinen Jüngern und fordert damit genau dazu auf, sich beim Beten nicht nur auf das eigene Reden zu konzentrieren,
sondern in Ruhe auch darauf zu hören, was Gott mit einem vorhat. Auf seinen Willen hören, sich unter seinen Willen stellen. Gott redet mit, wenn wir beten. Er macht es erst vollständig zu einem richtigen Beten. Dem Mann in der vorletzten Kirchenbank, der zum Vater Unser noch seinen Senf dazugeben muss, kann man es nur wünschen. Statt selbst zu kommentieren, zu hören, was Gott zu sagen hat. Beten ist kein Monolog, das wissen schon die Viertklässler. Beten ist ein Gespräch, ist Reden mit Gott. So einfach ist das für sie. Dass es auch uns so leicht fällt, dazu helfe uns Gott. Amen.